Verehrte An- und Abwesende, ich nehme mir die Freiheit, Albert Einstein zu zitieren. Am 22. August 1930, ein Sommertag in Berlin, noch am Tag zuvor hatte es heftig geregnet. Doch jetzt schien die Sonne. Am Fuße des Funkturms hatten sich Hunderte von Gästen eingefunden. An einem Rednerpult waren drei Mikrofone aufgestellt, hinter denen ein Mann zu sprechen begann. Der Wind riss ihm seine langen grauen Haare hin und her. Albert Einstein sagte: Verehrte An- und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk höret, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Das passt, meine ich, zu unserem digitalen Leben im Moment, zu der Art, wie wir miteinander kommunizieren. Ausgraben und Erinnern. So betitelte Walter Benjamin eine Aufzeichnung, die um 1932 entstand. Ich zitiere daraus: Wer sich der eigenen verschütteten Vergangenheit zu nähern trachtet, muss sich verhalten wie ein Mann, der gräbt. Vor allem darf er sich nicht scheuen, immer wieder auf einen und denselben Sachverhalt zurückzukommen, ihn auszustreuen, wie man Erde ausstreut, ihn umzuwühlen, wie man Erdreich umwühlt. Zitat Ende. Dieses Fundstück befindet sich im Archiv der Akademie der Künste, wie vieles andere noch, im Walter Benjamin Archiv, das 2004 als Einrichtung der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur in der Akademie der Künste gegründet wurde. Die Auseinandersetzung mit den Archiven und dem kulturellen Gedächtnis ist ein wesentliches Fundament unserer Programmarbeit in der Akademie der Künste. In diesem Jahr feiert die Akademie der Künste ihr 325-jähriges Bestehen, ein Anlass, um noch einmal mehr genau hinzusehen. Ende März erinnerte die Akademie der Künste an Heinrich Mann. Es war zu seinem 150. Geburtstag. Gemeinsam mit dem Präsidenten Max Liebermann hatte Heinrich Mann die Akademie der Moderne geöffnet. Trotz Widerständen in den eigenen Reihen sah Heinrich Mann seine Mitgliedschaft in der 1926 gegründeten Sektion für Dichtkunst der Preußischen Kunstakademie als Verpflichtung, das öffentliche Leben der Weimarer Republik im demokratischen Sinne zu beeinflussen. Doch bereits 16 Tage nach Machtübernahme der Nationalsozialisten beugte sich die Preußische Akademie der Künste dem Druck des Regimes und drängte Heinrich Mann zum Austritt. Zwischen 1933 und 1938 wurden 41 Mitglieder aus politischen Gründen oder wegen ihrer jüdischen Herkunft ausgeschlossen und zum Austritt gezwungen. Diese Geschichte müssen wir leider an dieser Stelle immer wieder erzählen. Deshalb, liebe Anwesende, liebe Abwesende, vieles wurde und wird übersehen, verdrängt, versehentlich vergessen oder auch missverstanden. Erinnern ist keine sentimentale Haltung, erinnern ist harte Arbeit an uns selbst. Ob die Zukunft von Fortschritten oder Rückschritten bestimmt wird, liegt an uns. Wir müssen aufklären. Wir müssen unsere kulturelle Geschichte aufheben im Hegelschen Sinn. Was sich aufhebt, wird dadurch nicht zu nichts. Es hat daher die Bestimmtheit, aus der er herkommt, noch an sich. Aufheben hat in der Sprache den gedoppelten Sinn, dass es so viel als aufbewahren, erhalten bedeutet und zugleich so viel als aufhören lassen, ein Ende machen. Ein Blick auf Robert Wilsons Hommage an Tsuchiya Hanayagi in unserer Blackbox und Sie werden die Bemühungen verstehen. Hier geht es um Erinnern im wahrhaftigsten Sinne
Das geht ans Herz. Die Hommage ist Teil unseres Ausstellungsprojektes Arbeit am Gedächtnis, Transforming Archives, ein Projekt, das mir aus dem Herzen kommt. Erinnern kommt vom Lateinischen recordari, recordari, wieder durch das Herz hindurchgehen. Daher habe ich auch das folgende Künstlergespräch mit Cécile Weißbrot so genannt. Sie ist eine Autorin, der ich mich besonders verbunden fühle, denn wir arbeiten an ähnlichen Themen, jeder mit den ihr eigenen Mitteln. Bevor wir mit dem Gespräch beginnen, führen uns Johannes Odenthal, Programmbeauftragter der Akademie der Künste, und Werner Hegewald, Direktor des Archivs der Akademie der Künste, in das Ausstellungsprojekt ein. Ich übergebe das Wort an Johannes Odenthal. Liebe Janine Meerapfel, liebe Cécile Weißbrot, lieber Werner Hegewald, sehr geehrte Abwesenden und Anwesenden, sehr geehrte Damen und Herren, Arbeit am Gedächtnis, Transforming Archives, ist ein Akademieprojekt, das die aktuellen und politischen Diskussionen über Erinnerungskultur und kulturelles Gedächtnis aus einer künstlerischen Perspektive untersucht. Erinnerungsarbeit ist immer eine individuelle, eine persönliche Arbeit, die zugleich mit Zeitgeschichte, mit historischen Brüchen, sozialen und kollektiven Erzählungen verwoben ist. Es sind diese sich überlagernden Ebenen, die in den 13 künstlerischen Auftragsarbeiten und in den begleitenden Veranstaltungen, die heute mit dem Gespräch zwischen Cécile Weißbrot und Janine Meerapfel beginnen, verhandelt werden. Die literarische Arbeit von Cécile Weißbrot oder die Filme von Janine Meerapfel sind herausragende Beispiele dafür, wie sich individuelle Geschichte und globale Verwerfungen durchdringen, wie die Arbeit am Gedächtnis, die Grabung, wie Janine Meerapfel sagt, auch Aufklärung bedeutet. Aus der Erinnerung wird der Funken der Zukunft geschlagen, hoffnungsvolle Visionen, ebenso wie dystopische Perspektiven. Gerade in Berlin und in unserer Institution verdichten sich diese Überlagerungen zu einem komplexen und vitalen Material. Ich möchte hier nur drei, aber sehr wirkmächtige Ebenen der Erinnerungsgeschichte benennen, die in den künstlerischen Arbeiten, die hier im Haus in den nächsten Wochen gezeigt werden, zum Ausdruck kommen. Es ist erstens der Kulturbruch in Deutschland mit Faschismus und Shoah, die Erfahrungen von Vertreibung, Flucht, Exil, Vernichtung. Zweitens die Entsorgung einer DDR-Geschichte. Und drittens die Emanzipation des Südens, wenn ich so sagen darf, eine postkoloniale Perspektive auf die deutsche und europäische Kultur. Gestern Abend in dem Gespräch über das Akademiearchiv der afroamerikanischen Bürgerrechtler Paul und Eslanda Robson wurde deutlich, wie diese Ebenen von DDR-Geschichte, Internationalismus, postkolonialem Widerstand und künstlerischer Produktion zusammenhängen. Dem Robson-Archiv ist eine eigene Arbeit von Matana Roberts in der Ausstellung gewidmet. Ein weiteres Beispiel ist die Arbeit von Thomas Heise, dem Filmemacher Thomas Heise, zu den korrespondierenden Mitgliedern der Akademie der Künste Ost, zu der wir einen kurzen Filmausschnitt zeigen. Thank you.
zwischen dem Abriss des Palastes der Republik und dem Neubau einer älteren Vergangenheit gilt es, Gegenwart zu behaupten. Entscheidend für diese Ausstellung ist aber eine Arbeitsweise, die alle Bereiche der Akademie der Künste mobilisiert hat und trotz der sehr schwierigen Arbeitsbedingungen in Pandemiezeiten zur Eröffnung der Ausstellung am 17. Juni führen wird. Die Ausstellung Arbeit am Gedächtnis ermöglicht der Öffentlichkeit einen Einblick in das Universum einer 325 Jahre alten Institution zu nehmen. Die Akademie als Gedächtnisspeicher mit ihren Mitgliedern, den Archiven und der Institutionengeschichte wird zum Gegenstand einer kritischen, forschenden und utopischen Perspektive. Der Dank dafür gilt den Mitarbeitenden in den Archiven, die den Zugang zu und vor allem auch den Ausgang aus dem Labyrinth dieses Erinnerungsspeichers ermöglicht haben. Mein Dank gilt insbesondere aber auch den Sektionen, dem Team im Programmbüro und der jungen Akademie, die mit den Mitgliedern und Stipendiatinnen die sehr aufwendigen Auftragsproduktionen und Publikationen realisiert haben. Ich darf hier nur die Namen der beteiligten Künstlerinnen noch einmal stellvertretend für die Arbeiten nennen. Miroslav Bauka, Candice Brights, Ulrike Dresner, Arnold Dreiblatt, Thomas Heise, Suzanne Maria Hempel, Alexander Kluge, Eduardo Molinari, Matana Roberts, Cemile Shahin, Cecile Weißbrot, Jennifer Wolsch, Robert Wilson. Der Dank gilt auch den Abteilungen Ausstellungsbau, Technik und Verwaltung, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und dem Vermittlungsprogramm Kunstwelten. Mein besonderer Dank gilt aber Janine Meerapfel, die dieses Projekt wollte und initiiert hat. Ich übergebe das Wort meinem Kollegen Werner Hegewald, dem Archivdirektor der Akademie. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich knüpfe an Johannes Odenthal an und möchte Ihnen einen kurzen Einblick in die archivischen Positionen der Ausstellung geben. So vergessen Sie doch, war der vermeintliche Rat, den Inge Deutsch-Krohn häufig hörte, als sie sich 1955 in Bonn niederließ und für die israelische Zeitschrift Ma'ariv als Journalistin tätig wurde. Die Jüdin, die zusammen mit ihrer Mutter in der Illegalität die Nazizeit überstanden hatte, sollte die Vergangenheit endlich hinter sich lassen. Die Aufforderung schlug jedoch ins Gegenteil um. Für Inge Deutsch-Krohn wurde das Erinnern zum Mittel im Kampf gegen das kollektive Vergessenwollen. Aus dem Erlebten folgte für sie die Verpflichtung, Zitat, ich musste es niederschreiben, die Wahrheit, die lückenlose Wahrheit, präzise und emotionslos, so wie ich es mit eigenen Augen gesehen hatte. Aber was sagt man nach Jahren der Verfolgung und des Terrors? Wie fasst man das Unbeschreibliche in Worte? Inge Deutsch-Krohns Geschichte, die wir in der Ausstellung erzählen, führt uns mitten ins Thema hinein. Es geht um Erinnerungskultur, um die Frage, wie Geschichte erzählt und verfügbar gemacht wird, um Erinnern und Vergessen. Und um das Thema, was ins kulturelle Gedächtnis der Archive übergeht. Unter dem Titel Erinnern ist Arbeit, einem Zitat des Bühnenbildners und Regisseurs Anna Schläf, zeigen wir Objekte und Dokumente von 15 Künstlerinnen, die ganz unterschiedliche Geschichten erzählen, aber eines gemeinsam haben. Sie veranschaulichen, wie Erinnerungen zum Reservoir künstlerischen Schaffens werden und als Medium für die Erkundung der Gegenwart dienen. Im Mittelpunkt der künstlerischen Erinnerungsarbeit stehen die großen Themen des 20. Jahrhunderts: Krieg und Holocaust, Flucht und Exil und die politischen Systeme im geteilten Deutschland. Die künstlerische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit trägt sehr unterschiedliche Züge. Sie wird zum Kampf gegen das Vergessen, zum therapeutischen Verfahren, um traumatische Erlebnisse zu bewältigen, oder zum Modell, um Geschichte aufzuarbeiten.
Sie führt aber auch zur Selbststilisierung der eigenen Biografie, zur Tilgung unliebsamer Erinnerungen und sogar zur Zerstörung künstlerischer Produktion. Eins wird dabei deutlich: Erinnern ist Arbeit. Erinnern ist ein komplexer, subjektiver Prozess, der von Künstlerinnen und Künstlern immer wieder fordert, Verdrängtes und Verschüttetes hervorzuholen, um Erlebtes zu begreifen und festzuhalten. Zwei ganz unterschiedliche Beispiele für die Arbeit am Gedächtnis möchte ich nennen. Uwe Timms autobiografische Erzählung am Beispiel meines Bruders zeigt, wie die Erinnerung zum therapeutischen Prozess werden kann. Der 18-jährige Bruder hatte sich 1942 freiwillig zur SS gemeldet und starb an den an der Ostfront erlittenen Verwundungen. Eine Schachtel, in der seine Mutter Erinnerungsstücke des Sohnes aufbewahrte, übte auf Tim seit seiner Jugend eine besondere Faszination aus. Anziehend und abschreckend zugleich. Erst mit großem zeitlichen Abstand fühlte er sich frei, sich mit den Aufzeichnungen des Bruders und den Familienerinnerungen auseinanderzusetzen und sie kritisch zu betrachten. Dabei ist er sich der Gefahr bewusst, Zitat, glättend zu erzählen und hinterfragt die in der Rückschau so einfachen, Zitat, Kausalketten, die alles einordnen und fassen. Tims Buch wurde ein wichtiger Beitrag zur deutschen Erinnerungsliteratur. Er steht stellvertretend für die vielen geschlossenen Schubläden und Kästen, die in deutschen Familien lange nicht geöffnet werden konnten, weil die Erinnerung übermächtig war und sprachlos machte. Ein ganz anderes, spielerisches Beispiel für den Umgang mit Erinnerungen und tradierten Geschichtsbildern lieferte der Dramatiker Bertolt Brecht. Als er 1954 das Theater am Schiffbauer Damm übernahm und in Berliner Ensemble umbenannte, sah er sich mit den Relikten der kaiserlichen Ausstattung konfrontiert. Über der Proszeniumsloge schwebten Reichswappen und Kaiserkrone. Da das Haus unter Denkmalschutz stand und er den Adler nicht entfernen durfte, ließ er ein dickes, rotes Kreuz darüber malen, das Aufsehen erregte. Diese Arbeit am Gedächtnis ist heute noch zu sehen und inzwischen selbst Teil des Denkmals geworden. Ein Gutachten aus den 1990er Jahren wertet das durchgestrichene Wappentier, Zitat, als Zeichen historisch begründeter politischer Haltung und der gewitzten Verfremdung. Angesichts heutiger Diskussionen über den Umgang mit historischen Straßennamen oder mit belasteten Denkmälern wünschte man sich mehr Brechtsche Verfremdungseffekte. Die in der Ausstellung gezeigten Objekte verdeutlichen, dass künstlerische Gedächtnisspeicher keine tote Materie sind. Sie sind für die Gegenwart relevant. Daher müssen sie immer wieder herausgeholt, hervorgeholt und befragt werden, wie es in dem schon zitierten programmatischen Text von Walter Benjamin heißt. Und der betrügt sich selber um das Beste, der nur das Inventar der Funde macht und nicht im heutigen Boden Ort und Stelle bezeichnen kann, an denen er das Alte aufbewahrt. Damit genug der Vorschau. Ich übergebe das Wort an unsere Präsidentin und die Schriftstellerin Cecil Weißbrot. Vielen Dank. Danke. Ihr Lieben, das war eine gute Vorstellung von dem, was uns erwartet. Cecil und ich wollen über unsere Arbeit sprechen. Und jeder weiß, wer Cecil Weißbrot ist, beinahe. Und sonst muss man googeln. Aber Cecil schreibt Romane, Essays, Hörspiele. Sie übersetzt, sie ist... Ihr letzter Roman, Zerstörung, erzählt in der Form eines Zukunftsromans von der Auslöschung des kulturellen Gedächtnisses. Ich will jetzt nicht deine ganzen Preise aufstellen. Ich will nur die Namen einiger deiner letzten Bücher nennen, weil dann gibt es einen Horizont für das, was deine Arbeit ausmacht. Mann und Frau, den Mond betrachtend, 2003. Im Schatten der Tage 2004,
Nocturne, Geschichten vom Meer, 2009. Die Köpfe der Hydra, eine Geschichte, 2012. Eclipse, 2016. Und nun Zerstörung, 2020. Ein richtiger Optimist bist du sicher nicht. Aber wir werden auch gleich über Zerstörung sprechen. Du hattest gebeten, dass wir jetzt ein Stückchen Film zeigen. Ja, also ein Film von... Vielleicht nimmst du dieses Ding in der Hand, wenn du... Ja. So. Ja, ich dachte, es wäre schön mit einem Ausschnitt aus einem von deinen Filmen anzufangen und wollte mich zuerst sehr herzlich bei dir bedanken, dass du mir hier eingeladen hast. Und also diese Liste von Titeln, das hat mich auch beeindruckt und ich werde versuchen, demnächst etwas ein bisschen Lustiges zu schreiben, aber ich glaube nicht, dass es mir gelingen wird. So ein Ausschnitt aus Im Land meiner Eltern. Aber vielleicht erzählen wir oder erzählst du mehr davon danach. Genau, wir zeigen jetzt ein Stückchen von Im Land meiner Eltern und reden dann weiter. Ein Film aus 1980. Und trotzdem, in den letzten Jahren habe ich auch oft Angst gehabt. Nicht als Jüdin. Antisemitische Äußerungen schrecken mich immer noch, aber sie treffen mich nicht so wie früher. Weil ich inzwischen ja auch sehe, wir sind ja eine ganz, ganz winzige Minderheit hier. Und im Grunde Antisemitismus, das sehe ich ja eigentlich mehr als einen Ausdruck so von, ja, so eine Art von teuflischer Nostalgie. Die Juden als Zielscheibe, die gibt es ja gar nicht mehr. Aber es gibt andere Leute. Es gibt Ausländer, Türken. Es gibt alte Leute, Behinderte, Kinder. Alle Leute, die in dieser Gesellschaft schwach sind. Und die werden hier fast schlimmer als, glaube ich, in jeder anderen Gesellschaft. Wirklich ausgestoßen oft. Also gerade weil ich auch ein Kind habe, habe ich das oft erlebt. Und mit dieser Wirtschaftskrise und mit dem, was damit an, ja, an, man merkt wieder, was hochkommt, wenn die Leute sich unsicher fühlen. Und ich habe manchmal das Gefühl, es könnte eben alles wieder hier passieren. Und davor habe ich wirklich Angst. Du wolltest noch etwas sagen über die Art, wie die Deutschen mit ihrer Vergangenheit umgehen oder eben nicht umgehen. Naja, also ich habe nach wie vor das Gefühl, dass diese Vergangenheit einfach tabu ist, auch nach Holocaust oder gerade nach Holocaust. Weil als diese Serie, über die man denken kann, wie man will, gesendet wurde, fand ich am interessantesten die Diskussionen, die hinterher stattfanden. Und ich kann mich sehr wohl erinnern, am ersten Abend, bei der ersten Folge, hat die Margarete Mitscherlich dreimal versucht zu sagen, wo ist das alles heute geblieben? Und dreimal ist sie abgeblockt worden. Also selbst in diesem für die Presse oder für die Öffentlichkeit dargestellt als Versuch der Bewältigung nach 35 Jahren, was sowieso ein Unding ist, selbst da werden die wirklichen Fragen nicht zugelassen. Es wird nicht gefragt, es wird auch nicht bewältigt. Es ist irgendwo im Untergrund, die Leiche im Schrank. Man rührt nicht dran. Und wie würde bewältigt werden? Welche Fragen müssten gestellt werden? Im Grunde hätte diese Bewältigung ja ganz früh stattfinden müssen. Und man hätte, also das ganze Justizapparat, diesen ganze Beamtenapparat, das hätte ja alles ausgewechselt werden müssen. Und dieses bisschen Entnazifizierung, das war ja eine Farce. Ja. Und die Fragen... Ja, ich meine, im Grunde müssten sich Menschen fragen, wie ist es möglich, dass es so weit gekommen ist und aus dieser Analyse dann die Folgerung ziehen. Aber ich glaube, keiner fragt sie, sehr wenig Leute fragen sich das hier. Was ist das für eine Art Erziehung, die Kinder hier genießen? Man merkt es in der Schule, dass nach wie vor diese Autoritätshörigkeit da ist, dieses unheimlich bürokratische Denken, dieses beflissene Befolgen von sinnlosen Regeln. Es hat sich da nichts geändert. G
Gemäß 78 der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung ist Unbefugten das Betreten der Bahnanlagen untersagt und wird bei Zuwiderhandlungen bestraft. Deutsche Reichsbahn, gute Abfertigung, Berlin-Grünewald. Zum Gedenken an die Zehntausenden jüdischer Mitbürger Berlins, die seit Februar 1943 von hier aus von den Nazi-Henkern in die Todeslager deportiert und ermordet wurden. Es gibt sehr viel dazu zu sagen. Es ist so berührend, der Gegensatz zwischen also diese Mädchen, die also sich bemüht, die Gedenktafel zu lesen, und dann diese Leichtigkeit danach. Sie ist ein Kind. Ich möchte gern wissen, im Jahr, nee, nicht 2000, sondern 1980 hast du den Film gedreht. Und was in dieser Zeit hast du, oder was war der Grund für ein solches Projekt? Es gab in der Zeit keine Erinnerungskultur im Sinn von heute, obwohl es natürlich ein paar Sachen schon gab. Und naja, das wäre meine erste Frage. Das Ganze beginnt damit, dass ich bei meinem allerersten Spielfilm Malou in einem Friedhof gedreht habe und während des Drehens Schüsse gehört habe und an dem Rande des Friedhofs gesehen habe, da ist ein Schießstand der Bundeswehr. Diese Tatsache habe ich damals nicht einbauen können, es war ja ein Spielfilm, aber das habe ich einem Redakteur des WDRs erzählt, dass mich das sehr, sehr beschäftigt hat, wie man heute mit Geschichte umgeht oder nicht umgeht eben. Und dann hat er gesagt, ich mache eine Reihe von Tagebuchfilmen, würdest du nicht einen Tagebuchfilm machen, wie du Deutschland siehst oder so. Und ich habe leichtsinnigerweise Ja gesagt. Es war nicht leicht, diesen Film zu machen. Also sich mit Deutschland und mit mir selbst und meine Freunde in Deutschland, das war Sarah Hafner am Anfang, die leider nicht mehr lebt, eine wunderbare Malerin, mit meinen Freunden darüber zu sprechen
Und eben diese junges Mädchen, was ich gefunden habe, was uns durch den ganzen Film führt und dadurch eben auch dieses seltsame Zusammenhang zwischen Kindlichkeit und Geschichte stellt. Und wie war in der Zeit, wie wurde der Film angenommen? Also was für eine Resonanz gab es? Es wurde sehr gut angenommen. Der Film wurde dann irgendwann in Mannheim im Festival gezeigt. Dann habe ich auch einen Preis dafür bekommen. Und der Film blieb bis heute so ein Film, den man immer wieder zeigt. Das war einer meiner Filme, der Glück hatte. Nicht alle hatten Glück. Aber dieser Film hat irgendwie eine Bedeutung behalten, auch eine historische Bedeutung behalten, weil du Dinge siehst, die du heute zum Teil nicht mehr siehst. Ja, das wollte ich auch sagen. Das bemerkt man, dass die, also was deine Freundin also erzählt über die Erziehung, über die Schule, das ist wirklich, das hat auch ein dokumentarisches Wert und wir können sehen, wie weit den ganzen Weg, den wir all zusammen entlang also gegangen sind. Es sieht so weit entfernt von uns und 80 ist nicht so weit. Ja, also was mich interessiert jetzt in dem Gespräch ist natürlich auch von dir jetzt ein bisschen etwas zu erfahren. Und was mich sehr verblüfft, dann deine Art, wie du mit Geschichte und mit Vergangenheit umgehst, ist, wie du dich annäherst. Du hast eine sehr viel, ich will nicht sagen kunstvollere, aber schon eine sehr raffinierte Weise, dich den Dingen zu stellen. Also in dem letzten Buch zum Beispiel ist es ja, ist die Form eine Art von Entfernung von etwas. Du erzählst jemandem, wir nicht wissen, wer das ist, erzählst du etwas oder du bist gezwungen, den immer wieder zu erzählen und wir werden bis zum Ende nicht erfahren, weshalb das so ist. Aber durch diesen Trick, sage ich mal, literarische Form, die du da gefunden hast, werden wir konstant befragt, was wir hören wollen oder was wir nicht hören wollen. Ja, so. Es ist eine Ich-Erzählerin, die beauftragt ist, eine Art von Soundblock zu machen und zu erzählen in einer sozusagen dystopischer Welt oder nicht so dystopisch, wie es dazu gekommen ist und wie sie es jetzt beschreiben kann. Und ich habe so gedacht, also es hat mir auch gefallen, die eine Adresse zu erzählen. Das heißt, sie sagt immer, sie hat jemanden, an den sie gerichtet ist und sie sagt immer sie. Und das kann auch der Leser sein oder irgendwelche Person. Und ja, ich fand es interessant, so zu schreiben mit zwei Grammatikpersonen sozusagen, ich und sie. Aber dann kommen doch Stimmen, die regelmäßig die Narrative unterbrechen und die sind anonyme Stimmen, die auch etwas berichten. Das wirklich Unerwartete an deinem Buch ist, dass es prophetisch ist. Du hast ihn 2016, glaube ich, geschrieben. Jetzt ist er erst übersetzt ins Deutsche. Zerstörung, aber es hat ein, manchmal denkt man, du sprichst über die Pandemie,
Du sprichst über das, was mit uns geschieht, wenn wir durch etwas ganz Schreckliches bedroht werden. Und vielleicht liest du uns ein Stück. Ich fange an und du machst weiter. Wir glaubten, die Katastrophen des vorigen Jahrhunderts hinter uns gelassen zu haben, ungeachtet mancher Zeichen, Flugzeuge, die ohne eine Erklärung abstürzten, Stürme von unbekannter Stärke, neue Epidemien, glaubten wir, das Schlimmste überwunden zu haben. Und die Stadt, der es gelungen war, seit Jahrzehnten allem zu entgehen, eine Stadt von Weltruhm, in welche die Touristen strömten, um Sehenswürdigkeiten zu bewundern, deren Namen in der ganzen Welt widerhallten, jene Stadt, aus der ich zu Ihnen spreche, Paris, schien uns für immer verschont zu sein. Hauptstadt eines Landes, in der die Geschichte sich weigerte anzuhalten, dachten wir, an die sie vorüberging. Es gab eine Art stillschweigenden Pakt. Was immer auch Schwieriges, Unangenehmes, Ungeheuerliches geschehe, würde von uns sogleich vergessen werden. Wir würden nicht mehr darüber reden und es wäre, als sei es nie geschehen. So glaubten wir von den großen Umwälzungen, den kosmischen Bewegungen, den Unfällen verschont zu bleiben. Und wir haben uns so sehr davon überzeugen wollen, dass wir am Ende daran geglaubt hatten. Nichts würde je passieren, außer im Kleinen, in unseren persönlichen Existenzen, der Verlust einer Arbeit, ein Todesfall, eine Trennung, Dinge, die in die Biegung des Flusses, in den Fluss der Zeit eingepasst werden konnten, die, wenn auch langsam und schmerzlich, überwunden werden konnten. Nichts Kollektives, jedenfalls keinerlei Katastrophe. Weißt du, Cécile, was mich interessiert ist, wie kommst du auf diese Form? Weil wenn wir Filme machen, Bücher schreiben und du hast ein Thema und wie kommst du auf diese Form? Wie ist die Suche oder wie ist das Finden dieser Form? Ja, für mich ist es wichtig. Ich wollte nur hinzufügen, die Übersetzung ist von Anne Weber. Mir ist es wichtig, eine Form oder eine neue Form, würde ich sagen, für den Roman zu finden, also mindestens zu suchen. Ich glaube, wir können nicht, also jede Kunst, also für dich ist es auch so, geschieht oder besser gesagt, wir schreiben oder filmen oder irgendwas in einer Zeit, in einer gewissen Zeit. Aber hinter uns geht es um die ganze Geschichte unserer Kunst. Und das haben wir im Kopf. Und ich glaube, das Problem ist gleichzeitig uns, also ich weiß nicht, du wirst später davon mir sagen, wenn du damit einverstanden auch bist, uns in eine Kontinuität sozusagen einzuschreiben, aber auch unsere persönliche Stimme zu finden. Und das heißt nicht, wie andere schreiben oder geschrieben haben, schreiben. Und seit 15 Jahren oder so, seit aus der Nacht, arbeite ich sozusagen mit Stimmen. Nicht Stimmen, die ich selbst höre, sondern Stimmen in der Roman, die irgendwie mit der Narrative verbunden sind. Es ist ein bisschen wie Musik, also wie eine Abwechslung zwischen Instrumente und Stimmen
oder Orchester und Solisten, Gespräche, Gesang und Musik. Und ich arbeite jetzt seit schon Jahren an meinen Büchern in diese Richtung. Aber was, also hat es auch einen Sinn für dich, diese, ja, diese Sache, diese Frage mit der Geschichte der Kunst, also mit der Geschichte des Films für dich? Also hast du es, ist es dir bewusst, dass, also sicher, bin ich sicher, dass du an einem Zeitpunkt stehst, und wie machst du damit? Also ja, ich glaube, es ist ähnlich, dass wir sind beeinflusst von dem, was wir kennen, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, einerseits. Andererseits suchen wir ja nach der eigenen Stimme und nach der eigenen Art zu erzählen. Ich denke, dass du in der Literatur natürlich sehr viel stärker noch nach einer unabhängigen, dass du eine unabhängigere Suche hast. Ich stecke viel mehr in den Bildern, die gegeben sind, ja, und eigentlich ist in dem Prozess der Bearbeitung des Schnitts und so weiter, könnte es sein, dass eine eigene Sprache entsteht. Aber ich denke, dass in deiner Literatur zumindest, also in deiner Suche, die aber voll mit Bildern ist, deine Sprache. Deine Sprache ist ja voll mit Bildern. Also ich denke nur an den schreienden Mann. Wenn du das beschreibst, sehe ich es vor mir. Nicht nur, weil es hier ist, sondern auch, weil du das so beschreibst, dass ich eine Plastizität sehe. Das heißt, du suchst und findest einen Weg zu erzählen, den ich immer noch suche. Nee, das kann man nicht sagen. Denn, also ich sehe, ich habe das Privileg, deinen Film schon Una Mujer gesehen zu haben. Und es gibt wirklich, also natürlich sind es auch unterschiedliche Themen, aber trotzdem gibt es in der Form, also ich empfinde es so, eine Suche auch, und etwas, das nicht wie ein, also üblicher Dokumentarfilm ist, aber etwas wirklich sehr Persönliches. Und ich weiß nicht, ob es besser wäre, dass du vielleicht den Kontext zuerst erzählst und dass wir danach einen Ausschnitt noch sehen können, oder umgekehrt. Ich weiß nicht, was du lieber hättest. Ja, wir spielen uns schon die Bälle zu. Das ist schon in Ordnung, glaube ich. Ja. Das ist immer das Schwierige, wenn du einen Film machst, der basiert auf eigenen Geschichten. Mhm. Und weil man ja immer wieder angegriffen worden ist als Frau. Ah, es ist autobiografisch. Und diese Auseinandersetzung habe ich gescheut. Und hier habe ich mich aber wirklich sehr mit dem Kopf reingeworfen in eigenen Materialien, um den Ganzen nachzugehen. Und auch nachzugehen, wie ist der Prozess des Erinnerns? Das hat mich interessiert. Wie ist der Prozess des Erinnerns? Wie erzählt man diesen Prozess? Und wie kann man eben auch, also was du erzähltest mit den Stimmen, wie kann man das Ganze anreichern mit anderen Stimmen, auch wenn es immer meine Stimme ist? Was machen wir jetzt? Liest du noch ein Stück und dann am Ende machen wir das Stück Film, oder was meinst du? Ich glaube, wir sollten vielleicht den Film zu ein Stückchen geben. Film. Ja. Also das sind 4 Minuten von Una Mujer, ein Film, den ich gerade fertiggestellt habe, den es noch gar nicht wirklich gibt, aber den es hoffentlich nächstes Jahr geben wird. Der Film ist in Spanisch mit englischen Untertiteln.
En cada mudanza, cuando los álbumes de fotos, los viejos discos de pasta, los documentos tienen que ser sacados de los armarios una vez más, siento la necesidad de recapitular los recuerdos y encontrar un orden definitivo. Tal vez se trate de recordar hasta que pueda olvidar. Sigo inventando nuevos sistemas de orden que luego vuelvo a descartar. Una vez más, me acosa la necesidad de encontrar alguna forma lógica de archivo. Es como si las cosas exigieran una narración que las pusiera en un contexto definido. Por otro lado, el desorden tiene una enorme promesa. Promete un tiempo en el que todo se pondrá en orden, un tiempo siempre futuro. De modo que me decido ahora a ordenar los recuerdos a través de una narración. Decimos, salió el sol, o bien, amanece. Pero todo el mundo sabe que en la realidad es diferente. La Tierra gira y nosotros giramos con ella. Miro, trato de ver que estamos girando. Ahora puedo ver el sol. Estoy buscando un recuerdo. Mi propio recuerdo sumergido de Marie-Louise Chatelain, mi madre. Busco una imagen coherente del pasado. Ella se llamaba, o se llamaba a sí misma, Malú. Y hace muchos años yo hice una película con ese título, mi primer largometraje. En ella conté una parte de su vida, aunque gran parte de su biografía fue transformada al servicio de una dramaturgia comprensible, transformada en ficción. Ahora quiero tratar de ubicar los restos, fragmentos, objetos encontrados en un contexto para preservar la memoria. En el material biográfico que encontré, fotos, material fílmico en 8 milímetros, documentos, se cristaliza la historia de una emigración de Europa a América del Sur, y cómo esta vida en otro lugar, cómo el trasplante de una persona puede cambiar el destino de esa persona. Pero no solo eso. Es ist wie in der Musik, also die Themen sind schon da. Sie stehen am Anfang und dann entwickeln sie sich. Und ich hatte auch ein Bild, das ist in Marcel Proust Roman. Er spricht am Anfang über diese japanische Papiere, die du ins Wasser wirfst, und dann entstehen Blumen. Sie entwickeln sich als Blumen. Und ich habe das Gefühl, dein Film ist so, also ein japanischer Film, sagen wir, und dass es vielleicht aus Gegenständen entstanden ist und hat sich dann weiterentwickelt. Würdest du es so betrachten oder gar nicht? Ja, es ist ein sehr schönes Bild, was du da benutzt hast. Ich finde das wunderbar. Es ist ja so, dass die Dinge sind die Dinge, aber sie entwickeln sich zu was anderem. Es ist wie das Aufheben, was ich vorher gesagt habe, nicht? Du hebst etwas auf, es verändert sich und es trägt aber
noch immer die eigene Bedeutung. Und es verliert es nicht. Es verändert sich, es endet auch, aber es verliert nicht die andere Bedeutung. Das heißt, es geht immer weiter. Und das ist etwas, was ja in dem Prozess des Filmemachens passiert, weil die Bilder sind die Bilder. Du nimmst Bilder auf, du hast eine Idee, du nimmst Bilder auf und dann wirst du sie zusammenstellen und dann gibt es die Stimme und dann gibt es den Ton und so weiter. Aber was wichtig ist hier, ist, dass du tatsächlich noch mit anderen, mit Metaebenen arbeitest, von Erinnerungen und so weiter. Das heißt, nicht viel anders als in deiner Arbeit arbeite ich mit noch Schichten. Schichten, genau, Schichten. Und mit dem Baum, also das ist sehr beeindruckend und er sieht ein bisschen wie Elefantbeinen oder, also Elefanten haben ein gutes Gedächtnis, sagt man. Und ja, also war es als Symbol der Erinnerung auch dabei oder nur weil es schön ist oder ja. Man dreht, was man findet und gut findet. Und dann mein wunderbarer Kameramann Frido Feind steht da und wir sagen, das müssen wir drehen. Wir wissen noch nicht, ob wir das benutzen werden im Film oder nicht. Aber erstmal dreht man das, weil man weiß, es hat etwas zu tun mit dem, was ich erzählen will. Und danach kannst du es benutzen oder nicht. Aber es ist ein Finden und Verlieren und Finden und Verlieren. Und Schluss mit dem Film. Ja, nee, weil ich glaube, alle schon gesehen haben, dass du eine Form gefunden hast. Denn es gibt so unterschiedliche Momente in wie 4 Minuten und die sind gleichzeitig alle nebeneinander, aber auch verbunden. Es ist nicht einfach eine Narrative mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Es ist alles nachgedacht, konstruiert und ja, wunderbar gemacht. Also darf ich von was wir noch nicht gesehen haben sprechen, denn ich wollte nur sagen, du hast auch eine Sprache gefunden, um die Vergangenheit gegenüber die Gegenwart darzustellen. Würdest du uns ein bisschen davon erzählen? Ich glaube, eigentlich arbeite ich ähnlich wie du auf einer anderen Ebene, in dem Sinne, dass ich das, was ich finde, le trouvaille, das, was ich finde, in Zusammenhang stelle mit dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Und selbstverständlich bin ich, wie du, beeinflusst von anderen Filmemachern. Marguerite Duras steht hier, Pate, und andere stehen hier, Pate, die eben von denen ich gelernt habe. Das finde ich nur zum Sagen wunderbar, auch dass Marguerite Duras für uns beide auch eine Figur sein konnte, also mit ihrem Schreiben und mit ihren Filmen. Aber ja, ja. Bitte. Nee, ich wollte eigentlich nicht mehr viel über den Film sprechen, außer dass ich mich freue, wenn er endlich sich wie die Blume von Proust entfalten kann in den Augen und den Herzen der Zuschauer. Aber ich wollte sehr gerne, dass du uns noch ein Stück vorliest, bitte. Weil eigentlich ist dieses Buch ein Buch, über den man sich, in dem man wirklich eintauchen muss, wie man eintaucht ins Wasser oder wie man sieht ein Mond, der sich in ein Finsternis oder eine Sonne, die in ein Finsternis geht, so wie dein Deckel ist. Der Deckel zeigt tatsächlich ein Sonnenfinsternis hinter dem tatsächlich La Tour Eiffel, hinter der Tour Eiffel. Und so wie dieser Mond, der langsam weggeht oder der langsam wieder erscheint, so funktioniert auch dein Buch. Es verschwinden Dinge und es tauchen wieder neue auf. Lies uns bitte noch ein Stück vor. Es ist dieses Mal
also ziemlich kurz, aber es sind also zur Abwechslung, jetzt kommen die Stimmen. Und die Stimmen, wie gesagt, sie erklären nicht, aber einfach beschreiben, was, wie es ist. Und die Frage ist immer noch, wie es dazu gekommen ist. Also vielleicht sollte ich erklären, es geht um eine Diktatur. Und natürlich gibt es ähnliche Züge wie in der Pandemie. Das konnte ich nicht am Anfang natürlich im 2016/17 wissen. Aber es stimmt, dass es Beschreibungen im Buch gibt von leeren Straßen, geschlossene Buchhandlungen, Kinos. Aber der Grund ist anders. Das ist, also wie gesagt, eine Diktatur. Und dann sprechen die Stimmen. Am Anfang gab es Umfragen, auszufüllende Formulare. Was wollen Sie abschaffen? Was hätten Sie gerne stattdessen? Und wir haben ausgefüllt. Endlich werden wir mal nach unserer Meinung gefragt, haben wir gedacht. Endlich berücksichtigen Sie uns. Begeistert haben wir ausgefüllt. Wir haben angekreuzt, durchgestrichen, geschrieben. Die Oper? Unnötig. Buchhandlungen? Sie sollten besser Wohnungen bauen. Diese Themenläden, in der nur Eclair, Madeleine oder Windbeutel verkauft werden. Wozu soll das gut sein? Höchstens Schokolade, das bessert die Laune. Fremdsprachenunterricht. Unnötig. Wichtiger ist es, die eigene Sprache gut zu kennen. Kunstgeschichte? Ein Luxus. Wichtiger ist es, die Rechenarten zu kennen, einen Haushaltsplan aufstellen zu können und sein Geld anzulegen. Geschichte? Wichtiger ist Geografie, zu wissen, wo man lebt. Sie haben unsere Meinung berücksichtigt. Sie sind über unsere Wünsche hinausgegangen, haben zu vieles abgeschafft und kaum etwas ersetzt. Sie haben zerstört. Du sprichst da von einer Dystopie, von einer tatsächlich einer Diktatur, die über uns gekommen ist, über das Buch, über diese Stimmen gekommen ist. Eine Diktatur, der man sich eigentlich nur durch Erinnerung stellen kann. Also du, ich glaube, du zitierst sogar an einer Stelle Truffauts Fahrenheit. Ja, am Ende, ja. Ja, wenn es um die Bücherverbrennung geht. Aber die Frage, denn also in Frankreich, ich weiß nicht in Deutschland, ob es ähnlich ist wie mit der AfD-Partei. In Frankreich hat man lange gesagt, also Jahren und Jahren lang, diejenige, die wählen für den Front National, das ist nur aus Protest. Und das habe ich nie verstanden, muss ich sagen, denn also egal für welchen Grund, aber eine Wahlstimme ist eine Wahlstimme. Also sie machen keinen Unterschied, ob es als Protest oder als einverstanden gewählt wurde. Und das ist auch ein, also nicht ein bisschen, aber das ist der Grund, wo ich das Buch geschrieben habe, um also nicht zu zeigen, ich hoffe, es ist nicht so demonstrativ, aber zu beschreiben, wie etwas anscheinend ungefährlich
und allmählich sich verwandelt in etwas sehr Gefährliches. Und ich glaube, es ist die Aufgabe in der Akademie der Künste, also die Themen, mit denen die Akademie sich beschäftigt, und die Aufgabe der Kunst, uns wachsam zu machen. Also ich weiß, dass es auch, also mindestens in Frankreich ein bisschen anders betrachtet ist. Also in Frankreich sagt man oft, dass Kunst sollte total unabhängig sein von irgendwelchen Ziel. Also das ist l'art pour l'art. Kunst nur für die Kunst, und also für mich gilt es nicht, und ja, das war die ursprüngliche Motivation für das Buch. Das gilt auch hier. Viele denken, dass es l'art pour l'art sein sollte, aber es könnte darauf hinweisen, dass dein Buch in irgendeiner Form politisch pamphletisch ist, was der überhaupt nicht ist, ganz das Gegenteil, sondern du führst uns durch vertragte Wege dazu, selber nachzudenken, was ist hier los, was ist hier los, was ist hier passiert, warum sind die Menschen so, wie sie sind, und was passiert da in dieser Welt? Und was kann ich dagegen tun? Mhm. Und die Stimmen sind ja auch ähnlich, nicht? Reagieren ja auch ähnlich. Insofern gibt es so auch eine Suche durch die Form, die Rettung zu bekommen. Es geht um die Literatur, das ist was ich am besten kenne. Und es gehört in der Tat einem Zyklus, wo es fünf Romane gibt, das ist der letzte. Und kann man sie ganz alle, also oder nur eine davon lesen. Das Zyklus ist nur thematisch, und es geht um die Literatur. Und vielleicht ist es so, dass die Figuren, obwohl es keine echte Figuren gibt, aber die Ich-Erzählerin, sie ist eine Schriftstellerin. Und die Stimmen berichten über Bücher, und dass die Bücher, aber es geht auch um Kinofilms und andere Künste, die sind die einzigen Sachen, die vielleicht in dem Roman uns atmen lassen und die gut tun. Also natürlich habe ich auch gedacht an den 30er bis 50er Jahren in der Sowjetischen Union, wo es also wunderbare Gedichte von Mandelstam oder Achmatova gerettet worden, nur weil Leute haben sich bemüht, die Texte, die Gedichte auswendig zu lernen und danach sie heimlich zu restituieren, aufzuschreiben. Du hattest mich vorher gefragt, wie ich auf das Bild von diesen Baum kommen oder die Wurzeln. Ich habe versucht, das zu erklären, aber mich interessiert, wie kommst du auf diese Form? Wie suchst du, um das zu finden? Wie suchst du deinen Weg in der Literatur, die ja so viele mögliche Wurzeln hat? Wie suchst du nach deiner Stimme, um das zu erzählen, was du erzählen willst? Oder hast du zuerst die Stimme und dann?
Nein, also das, es gibt einen Ausgangspunkt am Anfang und dann weiß ich, was ich schreibe, als ich schreibe. Also ich weiß nicht im Voraus, nur eine vage Idee. Und mit den Stimmen war es so, dass ich leider ein paar, nicht so viele, aber trotzdem in den 90er Jahren also mehr traditionelle Romane geschrieben habe. Und es hat mich immer gestört, und am meisten mit den Dialogen. Ich hatte immer Schwierigkeiten. Ich finde immer, dass die Dialogen unterbrechen das Narrativ und habe ja, danach nachgedacht. Und also ich habe das nicht sofort gefunden. In Mann und Frau den Mond betrachten zum Beispiel, habe ich also der Roman ist ziemlich kurz und es ist eine Rede. Also es gibt keinen Dialog, aber eine Rede, das war schon ein Versuch, das Mündliche sozusagen ins Schriftliche zu übertragen. Und dann habe ich auch versucht, gar ohne Dialoge zu schreiben, nur die Erzählungsform, die Narration. Und dann allmählich, das sind Jahre mit Arbeit, Unzufriedenheit und so weiter und Überlegungen, diese Sache mit den Stimmen, die ich unterschiedlich auch benutze. Und wie gesagt, also das hat auch in Berlin so angefangen, dass ich viel neue Musik gehört habe. Und ich muss sagen, dass neue Musik mich inspiriert und dass es hilft. Also ich würde dich auch gerne fragen, wie es bei dir ist. Das ist eine andere Kunst, hilft in, also unsere Kunst, uns mehr zu, also die Kunst, die wir arbeiten, in der wir arbeiten oder die wir üben sozusagen, anders zu betrachten. Und ich, also es hat mir geholfen und es hilft mir noch, andere Wege zu finden. Ist es auch bei dir so, mit anderen Künstler? Ja, Bücher, nicht Musik. Also gut, ich höre Musik, aber nicht Musik, nicht Musikformen beeinflussen mich so sehr als Bücher und Struktur, die Strukturen der Bücher, von bestimmten Büchern, auch deine Bücher. Und das hat damit zu tun auch, wie viel Mut habe ich, wenn ich beginne, so eine Arbeit zu machen, wie viel Überzeugung habe ich, wenn mich die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, sagen, was, du willst keine Interviews machen? Wieso? Das ist dann kein Dokumentarfilm. Und ich sage, nein, es ist ein Essayfilm und ich will keine Interviews. Das ist was anderes. Ich benutze die Bilder als was anderes. Und ich denke, dass natürlich die andere Filme und viele, viele Bücher mich beeinflusst haben. Aber insbesondere geht es darum, ob man in der Lage ist, den eigenen Norden zu finden, das eigene Zentrum zu finden. Und das sucht man, manchmal findet man es nicht. Mhm. Aber wir bewundern sozusagen, wie geht der andere oder die andere um? Wie findest du das? Wie geht das? Und ja,
Ja, ich finde es also eine Art von Befreiung, wie also mit anderen Künsten zu tun zu haben. Nicht nur so fixiert sein über die eigene Kunst. Aber es gibt eine Frage, die, glaube ich, die ich gestellt hatte und die du bis jetzt unbeantwortet gelassen hast. Das heißt, wie du in dem Film Gegensatz oder wie du die Vergangenheit gegenüber die Gegenwart darstellst. Also es hat mir beeindruckt, deswegen frage ich. Ja, was ich heute drehe, ist Gegenwart. Auch wenn ich von der Vergangenheit rede, was ich drehe, ist jetzt. Ja. Und so ist dieser Kontrast schon mal gegeben. Weil ich erzähle Geschichten von früher, auch anhand von Fotos oder alte 8mm Filme. Aber ich finde die Orte, an denen die Dinge geschehen sind, und diese Orte stelle ich dann im Bild hin und befrage sie. Und indem ich das mir genauer anschaue, gucke ich, aha, das ist heute und wie war es gestern oder war das hier? Kann das sein, dass es hier war? Und erzähle damit eine Geschichte. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. Ja, aber ich meinte auch, dass es gibt Fotos, also es geht um die Orte, die du findest oder gefunden hast. Und es gibt schwarz-weiß Fotos, das heißt, wie es damals war und wie es jetzt ist. Und was hat mir, also das sieht man in Büchern, auch in Fotobüchern, schwarz-weiß, Farbe. Aber was ich interessanter finde in dem Film, in deinem Film, das ist, die Fotos sind natürlich Stillbilder, sagt man, oder? Und dann gibt es die bewegten Bilder. Und das ist, finde ich, eine Sprache, ja, eine Art zu schildern, wie die Vergangenheit ein Bild ist, etwas, also still, die sich nicht mehr bewegt, und wie die Gegenwart kann machen, dass die Vergangenheit trotzdem sich bewegt. Also ich weiß nicht, ob es klar genug ist. Oder? Ich weiß, was du meinst. Es ist ja kompliziert zu erklären, aber ich finde, dass wenn du heute einen Ort aufnimmst und dann erzählst, in diesem Ort ist das und das geschehen, und ich vergleiche das mit dem Bild, was ich hatte von der Vergangenheit oder mit einem Foto von der Vergangenheit, nicht vergleiche, sondern ich stelle es hin. Und damit befrage ich es. Passiert etwas, was jedem Zuschauer passiert, mit der eigenen Geschichte. Und das ist, worauf ich hinaus will, natürlich. Dass jeder Zuschauer sich fragt, wie sieht das heute aus und wie sah das damals aus für mich? Allein wenn ich klein war und wenn ich groß bin, ne, da hast du einen anderen Blickwinkel. Aber dieses Befragen des Heute, was dich zur Vergangenheit führt und dann wieder zurück, hat natürlich immer eine politische Dimension. Und darum geht es mir natürlich auch, dass man nicht nur die persönliche, sondern die politische Dimension sieht in den Dingen. Und das versuche ich immer wieder. Ja, das ist immer im Zusammenhang gebracht, also hervorgebracht, wenn es zum Beispiel um die Emigration geht von deinen Eltern von Deutschland nach Argentinien, dann gibt es einen Rahmen sozusagen, wo du über die, also Zahlen von der deutschen Immigration nach Südamerika
berichtest. Wo ich über die Migration von vielen anderen Tausenden und Abertausenden spreche und damit noch andere Emigrationen mit hineinbeziehe. Ja, das ist ein Angebot natürlich an den Zuschauerinnen, dass man sich einfach vorstellt, was es bedeutet, einen Ort zu verlassen und in einem anderen Ort gehen zu müssen. Und damit macht man es auch. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr wir aufhören müssen oder wie das aussieht. Sagt uns irgendjemand was oder machen wir einfach endlos weiter? Wir runden jetzt ab sozusagen. Fein, danke. Hier sind nämlich auch ganz viele wunderbare Menschen, die uns helfen, diese Arbeit hier zu machen. Nicht nur die Kameraleute und die Techniker, sondern auch unsere wunderbare Mitarbeiterinnen aus der Akademie der Künste, die das Ganze vorbereitet haben, zu denen ich Danke sage für diese Arbeit. Und Kerstin, du bist auch gemeint, liebe Kerstin Diekmann. Danke. Ja, wir machen einfach noch 5 Minuten und machen Schluss. Vielleicht, warum liest du uns nicht noch was zum Schluss? Ich finde das schön. Oder hast du noch etwas, was du unbedingt erzählen willst? Ich kann gerne, Also ich kann gern lesen, wenn ich die Stelle finde. Das ist das Echte, ja. Es war, ja, es geht um Wörter. Es geht um die Sprache noch einmal. Entschuldigen Sie, es soll nicht noch mal vorkommen, ich werde mich darum bemühen. Seit Sie mich aufgefordert haben, Ihnen von meinen Ideen, meinen Gedanken zu berichten, kehre ich immer wieder in die Vergangenheit zurück, zu den Warnsignalen, die wir nicht zu lesen wussten. Sie waren mitten unter uns, waren genauso angezogen, hatten eine ähnliche Lebensweise, verkehrten in denselben Lokalen. Man konnte sie in den Laden des Viertels treffen oder auf dem Markt. Sie geisterten auf denselben Straßen herum und redeten an Bartheken. Da fing der Unterschied an. Das hörte ich auch in dem, was sie sagten. Anfangs war es nur eine kleine Diskrepanz, ein leichter Misston. Dann wurden ihre Reden klarer und weiteten sich aus. Da sind doch sehr viele Ausländer, viele Überschreitungen. Dann wurden die Worte bestimmter. Zu viele Ausländer. Wir sind nicht mehr zu Hause. Dieser Satz kehrte oft wieder. Es wurde eine Art Refrain daraus. Sobald sie das Wort ergriffen, es wurde in ihren Reden, in ihren immer zahlreicher werdenden Zeitungen wieder aufgenommen, in ihren Interviews, in den Büchern, die sie veröffentlichten. Sie beschrieben eine schon lange verschwundene Lebensweise, zu der zurückzukehren sie empfahlen, wenn wir nicht ganz verloren sein wollten. Dann sagten sie, die Grenzen müssten besser kontrolliert werden. Dann hieß es bewacht, dann geschlossen. Jeder bei sich, das war die beste, die einzige Lebensweise. Toleranz, ja, gewiss, aber aus der Ferne. Jeder konnte machen, was er wollte, solange er bei sich zu Hause blieb. Sich nicht in einem anderen Land niederließ, nicht von den Gefahren fliehen, ihnen vor Ort trotzten, es braucht ein bisschen Mut im Leben, solche Dinge. Und die anderen hörten zu und reagierten immer weniger. Nachdem sie schwach protestiert hatten, waren sie überzeugt, dass die anderen im Grunde vielleicht recht hatten oder dass es nicht so schlimm sei, was sie sagten. Lassen Sie sie reden. Das regt sie ab, das geht vorbei. Besser, sie reden, dann brauchen sie nicht zu handeln. Wer hätte damals gedacht,
dass diese Sätze, die von Tisch zu Tisch, von Café zu Café getragenen Sätze, Teil eines systematischen Werkes der Zerstörung waren, dass die Wörter Auswirkungen haben würden. Ja, wir sind gewarnt, auch durch dein Buch. Und vielen, vielen Dank, liebe Cécile. Und ich denke, wir haben auf jeden Fall den Zuschauerinnen gezeigt, dass wir befreundet sind. Und dass wir einfach viele Punkte finden in unserer Arbeit, wo wir uns sehr nah sind und wo wir voneinander lernen. Ich danke dir. Ja, das stimmt. Das stimmt ganz. Also ich habe nichts hinzuzufügen. Vielen Dank und bis bald.